Release the Snyder Cut. Ein Hashtag, der um die Welt ging und der sogar mal was gebracht hat. Millionen von Fans haben nämlich gefordert, dass Zack Snyder wirklich seine eigene Vision umsetzen kann. Eigentlich das, was jeder Regisseur haben sollte. Das kreative Recht, seinen Film so umzusetzen, wie man es denn möchte. Man muss aber auch dazu sagen, bei Justice League war das alles ein bisschen anders und das hatte auch andere Hintergründe. 2017 kam der Film nämlich eigentlich raus, wurde von Zack Snyder gedreht. Allerdings kam es dann zu einem ziemlich schrecklichen Fall bei ihm in der Familie. Seine Tochter hat aufgrund von Depressionen, sehr schweren Depressionen, Selbstmord begangen. Und da ist es nur allzu verständlich, dass er sich dann eben nicht mehr hinsetzen kann und einfach einen Film schneiden kann und überhaupt den Kampf gegen ein Studio antreten kann und eben die Kraft hat. Das kann man auch verstehen und deswegen hat Joss Whedon damals das Ruder übernommen. Das war jemand, der schon Erfahrungen mit einem riesengroßen Blockbuster im Superhelden-Genre hatte, nämlich bei Avengers. Und der hat eben ein paar Szenen nachgedreht und rausgekommen ist Justice League von 2017. So für die Leute, die das jetzt noch nicht so wussten. Der Film war eine absolute Katastrophe, muss ich sagen. Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und deswegen hielten sich trotzdem auch, als ich wusste, dass Zack Snyder jetzt seine Vision veröffentlichen kann, meine Erwartungen so ein bisschen zurück. Ich wollte nicht overhyped sein, aber ich kann euch versprechen, ich lag verdammt falsch mit der Vermutung und der Film ist wirklich eine absolute Verbesserung. Und wenn ihr selber Zack Snyders Justice League noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr übrigens unten auf den Link klicken. Da kommt ihr zu Sky Ticket, kann man einen Monat abschließen, kostet euch nicht mehr, aber ihr unterstützt damit diesen Channel. Zack Snyder hat übrigens selber Justice League von 2017 noch gar nicht gesehen und wollte es auch nicht, weil er auf den Rat von seiner Frau und auch von Christopher Nolan gehört hat, die ihm eben geraten haben, den Film nicht zu sehen, weil ihm vermutlich das Herz brechen würde. Ja, daran hat er sich gehalten und jetzt eben seine Vision umgesetzt. An der Story hat sich natürlich nichts geändert, schließlich basiert das Ganze noch auf demselben Drehbuch. Auf der Welt bahnt sich eine Gefahr an und Bruce Wayne bricht auf, um Verstärkung zu suchen. Nach Helden, die später mal die Justice League werden sollen. Zack Snyder hat jedenfalls einige Millionen bekommen von HBO Max, dem Streaming-Anbieter in Amerika, um diesen Film wirklich noch so umzusetzen, wie er es gerne hätte. Und er hat gar nicht so viel mehr neu gedreht. Es waren nur 5 Minuten, die er komplett wirklich neu gedreht hat, aber viel Material wurde halt gar nicht genutzt. Joss Whedon hat es nicht genutzt. Was aber vor allem geändert wurde, sind visuelle Effekte. Das waren nämlich wirklich 2000 an der Zahl. Das ist Wahnsinn und das merkt man im Film auch an. Er fühlt sich wirklich komplett anders an und hat vor allem auch eine deutlich längere Laufzeit. 4 Stunden, 2 Minuten ist der Film lang. Und das war so eine Sache, die mich anfangs fast schon abgeschreckt hat. Ein Film, der so lang ist, es muss auch gerechtfertigt sein und das können die wenigsten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Film, der fühlt sich ein bisschen zu lang an, aber ich finde, das meiste ist wirklich da drin, weil es da reingehört. Die Story kann endlich atmen, die kann was erzählen, Charaktere können sich vor allem entfalten und ganz vor allem ein Charakter, der komplett viel zu kurz gekommen ist in der eigentlichen Version, also in der 2017er Version von Joss Whedon, ist Cyborg. Der hat hier endlich eine Hintergrundgeschichte spendiert bekommen für Zack Snyder, weil dieser Charakter auch das Herz des Films und das merkt man jetzt auch. Die Person, die ist wirklich wichtig, die hat was zu erzählen, die ist emotional und die trägt gewissermaßen auch Teile des Films und ist auch wichtig für das Team und das merkt man jetzt eben. Genauso wie Flash, der vorher so ein bisschen eine kleine Lachnummer war, der bekommt hier eine wundervolle Intro-Szene spendiert, die wirklich spektakulär ist, aber auch emotional ein bisschen. Und auch die anderen Charaktere, die bekommen alle ein bisschen mehr Tiefe. Und das finde ich wirklich toll. Ich persönlich hätte fast noch lieber noch mehr von Batman gesehen, weil ich finde, Ben Affleck ist für mich der beste Batman, der jemals Batman gespielt hat. Der passt so sehr von der Physis da rein. Das ist einfach ein Brocken. Und auch wie er spielt, wie gebrochen er selber ist, gerade durch seine persönliche Erfahrung und seine persönlichen Missgeschicke, die er in der Realität hatte, die überträgt er hier in diese Rolle. Und das passt wirklich gut. Ich finde ihn klasse und auch Henry Cavill ist natürlich super als Superman. Wer allerdings nicht so toll ist, und das hat sich leider nicht
viel geändert, ist Steppenwolf. Klar, der hat auch deutlich mehr Screentime bekommen. Der hat auch jetzt endlich meine eigene Geschichte bekommen. Die ist sogar ein bisschen emotionaler und die hat mich manchmal auch an die von Thanos erinnert. Aber Steppenwolf bleibt für mich einfach nur ein CGI-Videospielcharakter, der durch die Gegend springt. Und auch wenn er hier ein bisschen emotionaler dargestellt wird, ändert das nicht viel an seine eigentlichen Beweggründe und auch nicht an seine eigentliche Darstellung, die man auch hätte anders machen können oder einen komplett anderen Antagonisten für diesen doch guten Film einfügen können in den Film, der auch wirklich eine andere Art von Gefahr darstellt. Was wiederum in der Version viel mehr aufgeht, ist der Humor. Das war so einer der Aspekte bei Whedon, die überhaupt nicht funktionieren wollten, die extrem aufgesetzt wirkten, die humorvollen Szenen, weil sie nicht passen wollten in den Film und halt auch irgendwie nachträglich reingeschrieben wurden und das merkte man wirklich. Und jetzt bei Snyder wirkt das alles viel subtiler vom Humor. Es gibt so 2-3 Pointen, die nicht ganz aufgehen wollten, aber es ist okay, die meisten Witze funktionieren dann doch. Und Zack Snyder, das ist ein Regisseur, der hat wirklich eine eigene Handschrift. Das merkt man bei jedem seiner Filme, sei es die Zeitlupeneffekte, die Bilder, die man sich teilweise ausdrucken kann, weil das aussieht wie Comic-Panels. Und das hat man hier wirklich auch. Die sind extrem in Zeitlupe gedreht und dann tropft der Regen und Batman steht da und wird da eingeführt. Das sieht spektakulär aus. Und wenn Zack Snyder was kann, dann ist es, Comic-Panels in die Realität umzusetzen in einen Film. Und das sieht wirklich fantastisch aus. Und da kann ich nur sagen, ja, Hut ab, Mr. Snyder. Du kannst wirklich sehr, sehr gut die Bilder framen und auch das Sounddesign. Also es wirkt alles ein bisschen stimmiger jetzt und die DC-Welt, die ist einfach ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler als die von Marvel. Das mag ich auch ganz gerne als Kontrast. Und das hat er hier wirklich auch umgesetzt, weil es weniger bunt ist als die Version von Whedon. Und das Ende, auch so eines der Kernpunkte, die furchtbar waren bei der Whedon-Fassung, weil das einfach nur eine CGI-Orgie war. Selbst da dachte ich, nee, das kann jetzt auch nicht viel besser werden, weil das wurde ja so ein bisschen so gedreht und auch so geschrieben, da macht man nicht mehr viel draus. Aber Zack Snyder hat da wirklich noch eine ganz andere Vision gehabt und zeigt auch, was mit CGI möglich ist, zeigt auch, was mit einer Inszenierung und auch mit wenigen Nachdrehs vielleicht möglich ist und präsentiert wirklich ein Ende, was eine richtige Wucht ist. Und eine Sache beim Film, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle und das ist das Bildformat. Ihr wisst ja, das ist im IMAX-Format gedreht worden. Also nicht ganz 4:3, es ist ein bisschen breiter, 4:3:3 und ist ja fürs Kino optimal im IMAX-Kino, weil es natürlich die ganze Bildfläche ausfüllt. Ein IMAX-Kino ist riesig. Ich finde das ganz große Klasse, wenn man da sitzt und den Film so präsentiert bekommt. Allerdings ist das natürlich so, dass wenn man das zu Hause sieht, das Bild, das ist weniger Projektionsfläche. Und deswegen habe ich persönlich das Gefühl, für zu Hause wünsche ich mir doch eher das Breitbildformat, weil ich da mehr in die Welt abtauchen kann, weil es einfach mehr Bild ausfüllt und ich so eher in die Leinwand oder in den Bildschirm eher eintauchen kann. Und das fand ich ein bisschen schade, dass er eben nicht das 16:9 Format ausgewählt hat, wie er ja auch im normalen Kino präsentiert wurde, wie er eigentlich auch bei HBO präsentiert werden sollte. Aber Zack Snyder hat gesagt, so können die Zuschauer alles genießen und es so erleben wie in einem IMAX. Da muss ich ihm allerdings widersprechen, schließlich ist IMAX in einem IMAX doch was anderes als IMAX zu Hause, wo es einfach nur aussieht wie eine 4:3 Version. Meine Meinung, ich hätte einfach lieber die 16:9 Version zu Hause gesehen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. So, und alles in allem muss ich sagen, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass man aus dieser Ursprungsfassung mit 5 Minuten nur neu gedrehtem Material so einen anderen Film hervorzaubern kann. Und das ist Zack Snyder wirklich fantastisch gelungen. Ich habe mich wirklich die meiste Zeit von diesen 4 Stunden, ich glaube 3,5 Stunden wäre auch okay gewesen, aber die meiste Zeit wirklich top unterhalten gefühlt. Ich finde, das war ein toller Film, auch wenn Steppenwolf immer noch eine Katastrophe ist, gebe ich trotzdem wirklich sehr, sehr gute 8 Punkte. Ja, mir hat er gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Und dann sehen wir uns. Ende der Woche kommt nämlich eine andere Comic-Review zu einer Serie, und zwar Invincible. Und die Serie hat es auch in sich. Da habe ich die ersten 3 Folgen schon gesehen. Die Kritik kommt vermutlich am Donnerstag raus. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Macht's gut. Euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.